Empathie, Fingerspitzengefühl und jede Menge Verständnis. Das ist die Basis unseres neuen Easy Talks Epilepsie im Fokus. Ich bin Janine Utsch und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid zur ersten Episode und dass wir über dieses sehr wichtige Thema aufklären können. Denn rund 800.000 Menschen in Deutschland haben Epilepsie. Und es wird Zeit, darüber zu sprechen. Und zwar mit unserer Expertin, Dr. Elisabeth Kaufmann. Sie ist Epileptologin an der LMU München und sie sagt, es braucht mehr Aufklärung über Epilepsie, um die Stigmatisierung dieser Erkrankung abzubauen. Wichtige Worte, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Janine, freue mich, heute hier zu sein. Und jetzt an dich, unseren Experten, Dr. Steffen Sürbe. Er ist Kinderneurologe am Universitätsklinikum in Heidelberg und er meint, viele Menschen haben bei Epilepsie das Bild von Personen im Kopf, die stürzen und dann zuckend auf dem Boden liegen. Das kann vorkommen, aber die Epilepsie hat viele unterschiedliche Gesichter und ist deshalb nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Ich fühle mich gerade total angesprochen. Herzlich willkommen. Danke schön. Hallo. Ich weiß ja nicht, wie es euch jetzt gerade geht, aber ich persönlich habe noch keine Berührungspunkte mit dem Thema Epilepsie gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, als ich meiner Freundin von diesem Talkformat erzählt habe und sie dann meinte, oh, ich habe Epilepsie. Also auch hier nochmal unglaublich wichtig, darüber zu sprechen und für alle, die so wie ich ganz neu in diesem Themenbereich sind. Elisabeth, kannst du uns mal erklären, was ist denn Epilepsie eigentlich? Ja, formal sprechen wir von einer Epilepsie-Erkrankung, wenn es ohne Provokationsfaktoren wiederholt zu epileptischen Anfällen kommt. Und das sage ich bewusst so, weil formal können 5% in der Bevölkerung einmal in ihrem Leben einen epileptischen Anfall erleiden. Aber von einer Epilepsie-Erkrankung sprechen wir tatsächlich nur, wenn es wirklich wiederholt, ohne inneren oder äußeren Auslöser zu diesen epileptischen Anfällen kommt. Das heißt also, auch bei einem Anfall muss es nicht unbedingt Epilepsie sein, wenn ich dich richtig verstanden habe. Korrekt. Dann die Frage an dich, Steffen. Welche verschiedenen Formen von Epilepsie gibt es denn jetzt? Es gibt ganz, ganz viele Gesichter der Epilepsie, wenn man so will. Und es gibt verschiedene Anfälle. Und um es einfach zu machen, sagen wir in der Regel, es gibt die generalisierten Anfälle, die damit einhergehen, dass man immer das komplette Bewusstsein verliert. Das, was man vielleicht auch aus dem Kino kennt. Und es gibt die sogenannten fokalen Anfälle, wo in einer bestimmten Hirnregion Anfälle entstehen. Das heißt, man hat nur ganz umschriebene Symptome vielleicht. Das heißt, man hat einen Arm, der die Funktionen nicht mehr richtig übernimmt oder man kann nicht sprechen oder man sieht komische Dinge. All das kann passieren während eines Anfalls. Wie wichtig ist jetzt diese Einteilung für euch in der Medizin? Die ist extrem wichtig, weil wir damit einen Hinweis bekommen, wo die Epilepsie herkommt. Ob es sozusagen eher vielleicht eine Veranlagung ist für diese generalisierten Anfälle zum Beispiel oder ob es eher eine umschriebene Veränderung im Gehirn sein kann, die man dann auch teilweise anders therapieren kann. Zum Thema Behandlungsmöglichkeiten, da werden wir ja auch noch in einem weiteren Talk darauf zu sprechen kommen. Jetzt ist für mich erstmal wichtig, weil ich eben noch gar nicht weiß, wie so ein Anfall aussieht. Eben haben wir es gehört im Zitat, ein Mensch stürzt zu Boden und hat Zuckungen. Gibt es auch andere Anfälle? Ja, absolut. Und Steffen hat es ja schon so ein bisschen skizziert oder so ein paar Beispiele genannt, dass der epileptische Anfall sich ganz vielgestaltig zeigen kann. Und das hängt erstens damit zusammen, welche Epilepsie überhaupt zugrunde liegt. Wenn jemand eine generalisierte Epilepsie hat, bei der immer gleich beide Hirnhälften mit involviert sind in den epileptischen Anfall, dann ist es ein Anfall, bei dem der Patient keinen Bewusstsein hat in dem Moment und wo sich sehr häufig dann am ganzen Körper entweder so Verspannungen, also so ein tonischer Moment zeigt oder auch solche Zuckungen, die wir eben als Kloni auch bezeichnen, sind diese großen Anfälle. Und wenn aber die Epilepsie von einer umschriebenen Hirnregion ausgeht, dann spiegelt letztlich das immer nur wieder, welche Region gerade aktiviert wird. Und Steffen nannte jetzt gerade schon das Beispiel, wenn die Sehregion involviert ist, dann sehen wir zum Beispiel Pünktchen oder so ein visuelle Phänomene. Wenn die Region aktiviert ist, die für die Motorik zuständig ist, dann kann es eben auch zu so Zuckungen kommen. Aber von dort aus, was Steffen schon geschildert hatte, kann sich das eben auch in beide Hirnhälften ausbreiten und dann endet das Ganze auch wieder mit einem großen Anfall. Aber es kann sehr subtil bleiben, kleine, kurze Momente, wo man nur verharrt, ein kurzes Schmatzen hat, was ein Außenstehender gar nicht der Epilepsie zuschreiben würde, sodass das nur das geschulte Auge wirklich als Epilepsie erkennen würde.
Aber man kann vielleicht noch hinzufügen, dass es für den jeweiligen Betroffenen so ist, dass die Anfälle typischerweise stereotyp ablaufen. Das heißt, für den jeweiligen Betroffenen sind die typischerweise immer ganz gleich und laufen nach einem gewissen Schema ab, auch wenn sie sich von Patient zu Patient deutlich unterscheiden können. Und was ja da auch der wichtige Punkt ist, und als Erwachsener kann man sich eben hinterher mitteilen, man kann kommunizieren. Das ist jetzt bei Kindern, Babys eben nicht der Fall. Wie zeigt sich denn dort so ein Anfall? Gibt es da Unterschiede? Auch da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr subtile Anfälle, wo wir nur manchmal kleines Augenzwinkern haben, was die Eltern dann vor allem aber gut wahrnehmen. Wir haben klassische Anfälle, die mit großen Zuckungen und Verspannungen einhergehen. Oder wir haben auch manchmal sehr besondere Dinge, wo jemand durchs Zimmer läuft oder sich erschreckt oder Dinge auch von der Psyche her, vom Verhalten her zeigt, die nicht typisch sind. Aber die Eltern werden das in der Regel dann wahrnehmen als etwas, was sie nicht kennen von ihrem Kind und können das dann auch besprechen mit ihrem Kinderneurologen und dem Kinderarzt. Wenn ich jetzt in so einer Situation bin, also ich bin selber Mutter und ich könnte mir einfach vorstellen, das ist sehr beängstigend, wie reagiere ich dann? Rufe ich dann den Notarzt oder bleibe ich ruhig? Und also was ist da die richtige, gibt es da eine richtige Reaktion? Also im akuten Fall eines epileptischen Anfalls werden viele Eltern tatsächlich den Notarzt rufen. Und das ist auch völlig richtig. Das ist eigentlich so, für uns Kinderneurologen ist das der häufigste akute Notfall, mit dem man sozusagen auch in die Kinderklinik kommt, aus neurologischer Sicht. Dass jemand einen Anfall hat, zum Beispiel bei Fieber. Und da ist es völlig legitim, den Notarzt zu rufen, weil die Eltern haben das Gefühl, das Kind ist wirklich lebensbedroht erkrankt. Es ist aber tatsächlich nicht so, dass das Kind dann in akuter Lebensgefahr schwebt? Oder wie würdest du das? Nein, in aller Regel nicht. Nein, also wir beruhigen die Eltern. Ein epileptischer Anfall sieht lebensgefährlich aus, aber in aller Regel ist er kurzdauernd und nicht lebensbedrohlich. Meine Freundin hat mir gesagt, es gibt so bestimmte Trigger, die auch solche Anfälle auslösen können. Kann ich mich davor schützen und was wären solche Trigger? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es natürlich auch, wenn man Trigger hat, das den Betroffenen natürlich auch dazu befähigt, selbst Einfluss darauf zu nehmen, wie hoch das Risiko ist, dass in dem Moment ein Anfall auftritt oder nicht. Man muss aber dem Ganzen vorwegschicken, dass es schon einen Unterschied macht, welche Epilepsie zugrunde liegt. Wenn es sich um solche generalisierten Epilepsiesyndrome handelt, wie Steffen vorhin erklärt hatte, dann ist es schon so, dass die Betroffenen häufig von solchen Triggern berichten. Und diese Trigger vor allem so im jüngeren Erwachsenen- oder Kindesalter eine größere Rolle spielen, wie zum Beispiel der Schlafentzug oder der Alkoholkonsum oder manchmal sogar auch so ein Flackerlicht. Und das heißt nicht, dass das eine Epilepsie auslöst, sondern bei einem Epilepsieerkrankten dazu führt, dass die Schwelle noch mal ein bisschen runtergesetzt wird oder es leichter zu einem Anfall kommen kann. Bei den anderen Epilepsieformen, diesen sogenannten fokalen Epilepsien, spielen die Trigger tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Und da ist es leider so, dass die Anfälle typischerweise ganz unvorhersagbar auftreten, was natürlich auch einen großen Belastungsfaktor für die Betroffenen darstellt. Ein großer Belastungsfaktor für die Betroffenen, aber auch für diejenigen, die außenstehend sind und so einen Anfall mitbekommen. Deswegen, Steffen, würde mich mal interessieren, wie reagiere ich denn jetzt eigentlich richtig? Also was soll ich in so einem Moment tun und was lasse ich? Kommt wieder ganz auf den Anfall an. Bei einem generalisierten Anfall ist es wichtig, was wir eben schon gesagt haben, dass die in der Regel nicht lebensbedrohlich sind. Die sehen lebensbedrohlich aus, der Betroffene kann blau werden, der Betroffene kann sehr beeinträchtigt aussehen. Aber in aller Regel werden die nach wenigen Minuten vorbei sein, von ganz alleine, egal was wir tun. Das betrifft die ganz überwiegende riesige Zahl von epileptischen Anfällen. Die beenden sich von alleine. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich ruhig bleiben, so schwer das vielleicht fällt, gut beobachten. Vielleicht gucken, wie lange dauert das Ganze und denjenigen aus einer Gefahrenzone herausbringen, wo er ist. Das heißt nicht das berühmte Beispiel jetzt, den Mund frei machen oder die Zunge versuchen rauszuholen. Nein, man lässt denjenigen eigentlich in Ruhe, aber man versucht vielleicht die Umgebung so zu gestalten, im besten Fall in eine Seitenlage bringen oder eben gefährliche Stühle aus der Umgebung zu entfernen, damit er sich nicht verletzen kann. Also für euch nochmal Ruhe bewahren, stabile Seitenlage, da sein. Und vielleicht interessiert euch das jetzt auch. Und wie ist das denn für den Betroffenen dann in der Situation? Bekommt der oder diejenige dann davon was mit? Also wenn wir jetzt bei diesen großen Anfällen sind, die ja diejenigen sind, die wir meistens wahrnehmen und wo wir wirklich zur Hilfe eilen, da sind die Patienten nicht bei Bewusstsein. Und das bekommen die Betroffenen nicht mit und können sich in der Regel auch nicht an dieses Ereignis erinnern. Denen fehlt die Erinnerung für dieses Ereignis.
Aber es ist wirklich wichtig, bei ihnen zu sein, sie zu beschützen, dass sie sich nicht verletzen und sie dann am Schluss wieder zu aktivieren. Also beschützen, beieinander sein, zusammen sein, in die Interaktion gehen, in den Austausch. Das ist uns hier unglaublich wichtig. Und ich freue mich, dass ich euch an meiner Seite habe, dass wir über dieses wirklich sehr wichtige Thema aufklären, miteinander sprechen. Und deswegen würde ich gerne auch eine Frage aus unserer Easy Family Community mit einbinden. Da haben wir nämlich eine Frage bekommen von einer Betroffenen, sie ist 15 Jahre jung, die mich persönlich auch sehr berührt hat. Hallo, ich wurde vor 2 Jahren mit Epilepsie, generalisierte Anfälle, diagnostiziert. Ich fühle mich so allein und leide unter unkontrollierbaren Wutausbrüchen. Ist das normal? Ich würde dir mal den Vortritt lassen, da mal darauf zu antworten. Also auf jeden Fall sollte die Betroffene sich keine großen Sorgen machen, dass das nicht normal sei, sondern das ist erstmal ein einschneidendes Erlebnis, die Diagnose einer Epilepsieerkrankung mitgeteilt zu bekommen. Und das macht natürlich ganz, ganz viel mit einem, auch das Ereignis, dass man so einen epileptischen Anfall erlebt. Und das muss erstmal verarbeitet werden. Und begleitend wissen wir, dass die Epilepsieerkrankung nicht nur zu Anfällen führt, sondern begleitend sehr häufig auch eine depressive Stimmung und auch eine Ängstlichkeit begleitend mit dabei sein können. Noch dazu kann auch mal die Behandlung an sich so etwas verstärken oder auch zu Wutausbrüchen führen. Das heißt, unbedingt diese Themen auch adressieren mit dem Behandler, weil es auch etwas sein kann, was nicht der Person selbst zuzuschreiben ist, sondern etwas ist, was man auch beeinflussen kann, verändern kann und möglicherweise tatsächlich sogar der Therapie zuzuschreiben ist. Also was wir hier festhalten können, ist, dass die psychologische Unterstützung unglaublich wichtig ist, oder Steffen? Unbedingt, unbedingt. Aber Epilepsie ist natürlich keine primär rein psychische Erkrankung, sondern eine neurologische Erkrankung, die aber zeigt, dass das Gehirn ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist und andere Probleme mit sich bringen kann. Aber dafür gibt es Hilfe. Also Vorurteile abbauen, in die Interaktion, in die Kommunikation gehen. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass wir dich als vertrauensvolle Ärztin und dich als vertrauensvollen Arzt an der Seite haben. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Talk. Da geht es ja auch um die Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten. Und ich freue mich natürlich, wenn wir auch weiterhin in Kontakt bleiben miteinander. Also stellt uns gerne Fragen auf der Easy Family Seite und dann können wir die auch beim nächsten Mal beantworten. Ich freue mich auf unseren nächsten Talk.